Hallo Freunde, da sind wir auch schon wieder mit Mega Man 6 und das Füchslein habe ich auch wieder mit bei. Hallo. Gehen wir mal weiter zur Stage Select. Oh, Mr. X. Es ist wahrscheinlich, ihr wisst ja, ich vertraue Dr. Light nicht mehr und ich sage das jetzt Dr. Light in Verkleidung. Hat den Verstand verloren und ist durchgedreht, ja, oder wie? Ich vertraue Dr. Light nicht. Ich sag, der ist böse geworden. Kein Mensch ist so gut. So, oh Gott. Ich glaube, ich habe ganz böse Erinnerungen. Komme ich da hoch? Nee. Da will ich auch gar nicht hoch, glaube ich. Sieht zumindest recht pieksig aus. Ja. Und höchstwahrscheinlich werde ich jetzt gleich 1 Million Mal sterben. Komm, geh schon bei weiter. Ja, es gibt eine richtig schöne Passage jetzt, wo ich immer dagegen springe. Und was noch viel besser ist, ich vergesse immer, wofür das eigentlich gut ist. Au, komm her. Geht doch. Ui, ist da. Knapp, knapp. Du sagst es. Hopp. Geht tot. Au. Na komm. Geht doch. So, da ist die schöne Stelle. Bitte? Entschuldigung. Nee, sag mal nochmal, bitte. Es soll der Mond im Hintergrund sein, oder? Das soll irgendein Planet sein. Nee, halt. Alles klar, weiß ich Bescheid. Die drehen sich von alleine um und da falle ich wieder runter, weil mir das so viel Spaß macht. Egal, hoch. Das hier ist die fiese Stelle, von der ich geredet habe. Deshalb. Oh. Unschön. Ich weiß. Und ich habe wie immer vergessen, was da eigentlich hinter ist. Höchstwahrscheinlich nicht allzu viel, wahrscheinlich nur ein E-Tank oder so, aber ich will da trotzdem hin. Ja. Und halt wieder hoch. Stirb. Danke. Beat kann man nicht dafür benutzen, das aufzuspringen, dass du es dann leichter hast, reinzukommen. Nee, Beat holt dir in dem Spiel wirklich nur Items. Ah. Da war der Kleine aber in dem Teil davor nützlicher. Eine ganze Ecke nützlicher. Und hopp. Und runterfallen. War mein Plan. Oh, und hoch. Irgendwie. Ich mag das nicht. Hier werde ich jetzt Game Overs noch und Löcher einfahren, wie mir scheint, aber warum nicht? In welchem Teil war das, wo man bei Mega Man Schrauben eingesammelt hat? Ich glaube, das war ab 7, bin mir aber nicht sicher. Kann auch sein, dass es der 8. war. Ach, den brauche ich ja eh gar nicht mehr. Und das, daran erinnere ich mich auch noch. Da konntest du dann Beat, glaube ich, auch kaufen als Item. Und der hätte ich dann, glaube ich, aus Schluchten irgendwie hochgeholt, oder? Ja, ja. Wenn du da mal in eine Schlucht fällst, hat Beat. War er so freundlich und hat dich einmal gerettet. Je nachdem, wie oft du den hattest, konntest du auch mehrmals in Schluchten fallen. Was ziemlich mies war, wenn du eine Schlucht hattest, aus der du nicht mehr rausgekommen bist alleine. Also, was heißt alleine, aus der du auch mit Beat nicht rausgekommen bist? Der trägt dich immer nur ein Stück hoch und dann verliert er Energie und sinkt wieder runter. Und wenn du dann 4-5 Mal Beat hast oder so, und der verbraucht sich dann 4-5 Mal auch direkt an einer Schlucht. Naja, zumindest ist es nicht tot. Ah, lang dauert's aber nicht mehr. Überspringen? Oh.
zu früh gesprungen, zu flach gesprungen, zu hoch gesprungen. Egal, Hauptsache falsch gesprungen. Hopp. Ach ja. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit eingepackt. Nur ein bisschen. Da. Achso, nee, du hast ja gar nicht. Schaust dir das Spiel ja stumm an. Als ich eben die Waffenenergie eingesammelt hatte, die kleine, wurde irgendwas aufgefüllt. Dafür ist halt der Konverter zuständig. Bin ich auch sehr dankbar, dass er das tut. Da nur eine Waffe leer ist. Geh kaputt. Toll. Da kommt jetzt eine große Energie, die ich aber nicht einsammeln kann. Muss ich höchstwahrscheinlich nochmal auf Eddie warten, der gibt ja nie was anderes. Jetzt bekomme ich höchstwahrscheinlich einen E-Tank. Wie viele habe ich? 8 nur. Nee, dann gibt er mir keinen. E-Tanks wird er erst rausschmeißen, wenn ich einen neuen habe, und da plumpse ich auch schon wieder runter. Weil du dann keine mehr sammeln kannst? Ja. In 3 konnte man, glaube ich, 14 haben. Was überhaupt nicht... Ich habe die Taste kaum berührt, du Blödpennerspiel. Spiel sieht es, glaube ich, anders. Hm. Und da sind meine ganzen 5 Leben auch schon weg. Das Passwort sah aus wie ein auf die Seite gekipptes Gesicht, fällt mir gerade auf. Darauf habe ich nicht geachtet, aber wenn du das sagst, dann glaube ich dir das einfach mal. Und hüpf hoch. Ich vergesse... Kann man ja mal sagen, ob ich durchgeknallt bin oder nicht. Wenn ich da schon Gesichter sehe in Passwörtern. Solange du keine Gesichter in Cornflakes siehst. Die werden bei mir immer von der Milch überdeckt. Ich glaube, da sieht man dann nichts mehr. Gott, wie knapp das jedes Mal ist, mit den blöden Stacheln. Oh, war so klar. So, wie mache ich das denn eigentlich? Manchmal schaffe ich das hier nach 1000 Versuchen. Aber wie? Mit viel Glück. Hast du das gesehen? Knapp, knapp. Ich hab's ja geschafft, die blöde Wand war ja eingehauen. Sie ist immer noch eingehauen. Ich wollte gerade fragen, repariert sie sich, wenn du das verlässt? Ich hatte es im Gefühl, aber... Ach, ja. Und was... Toll. Luft und Liebe. Ein paar Mal Waffenenergie. Die brauchst du auch so dringend. Ja, ja. Ein paar Mal große Waffenenergie. Na Mensch, jetzt geht los. Grashüpfer. Viele Grashüpfer. Oh, wie viele Leben haben wir jetzt bekommen? 6. Also 4 Leben insgesamt. Fast so viele, wie ich eben verloren hatte. Und jetzt bin ich auch schon beim Boss. Wenn man es schafft, ist das scheinbar eine sehr nette Abkürzung. Ja. Wenn man es nicht schafft, kann man sich damit zur Verzweiflung treiben. So, was war denn... Ach ja, ich habe keine Ahnung, was das hier darstellen soll. Doch, jetzt habe ich wieder eine Ahnung. Fives, was musste ich denn noch gleich hier machen? Warum habe ich den gerade eben getroffen? Hast einen empfindlichen Punkt erwischt? Ja, aber... zufällig, wie mir scheint. Wo trifft... Ach, man muss die in der Mitte treffen, alles klar. Glaube ich zumindest. Das ist jetzt einfach mal eine Aussage, die ich getätigt habe. Ja, da ist auch was Wahres dran, wie mir scheint.
Na dann, hau rein. Ich versuch's ja, aber die hauen auch mehr rein, sie gerade im Augenblick. Au, ich glaube, ich stehe an einer blöden Stelle. Nein. Ach, ich bin ja auch ein Idiot. Hm, sliden geht scheinbar nicht. Nee, ich glaube, da kommen sie zu tief runter. So, dann halt noch einen Anlauf. Wir haben ja jetzt genügend Leben. Woher wir die nur haben? Ich wollte gerade sagen, wir haben doch vorhin, hast du doch ganz viel Leben gekriegt. Jetzt weißt du wofür. Ja. Was auch eine feine Sache wäre, wenn ich vorher nicht genauso viele Leben verloren hätte. Au. Au, Mist, jetzt habe ich schon wieder weniger. Ah, toll, denkst du, da kann ich drüber springen? Pustekuchen. Egal, E-Tank. Hab genug. Zur Not geht man farmen. Nee, das mit dem Farm hat sich jetzt erledigt. Ach, ist das wieder so eine schöne, wo dann es nicht gespeichert wird, wie weit du gekommen bist. Genau. Da? Ach. Okay, noch ein Treffer. Warum ist da noch einer? Waren doch die ganze Zeit zwei? Nee. Ich dachte eigentlich, die gehen beide gleichzeitig kaputt, aber oh Gott. Oh Gott. Spiel. Boah. Knapp, aber geschafft. Aber sowas von. Okay, zweite Mr. X Stage. Wenn sie denn mal möchte. Ich frag mich ja, wer so komische Gebäude baut. Evil Guys Are Us? Irgendwie? Jetzt muss ich an Toys R Us denken. War auch so beabsichtigt. Sehr schön. Es ist rosa. Sehr schön, ne? Rosa und lila. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hüste da! Ha! Die sehen so aus, als würden sie gleich runterfallen. Den traue ich nicht. Rush, komm her. Ha! Trick 17. Solange man noch Energie drin für die Sachen hat. Siehst du, die füllen sich wieder auf. Wenn ich jetzt hier hochspringe, geht die runter und dann füllt sie sich sofort wieder auf, wenn ich... Okay. Ah, so ein Trick. Autsch. Hier nach Möglichkeit nicht runterfallen. Da unten siehst du Spikes wahrscheinlich schon. Joa. Lass mich raten. Nicht fester Boden? Genau. Wie man da vorne am anderen Ende der Karte gesehen hat, da war ja so ein Loch, wo man auch reinfallen konnte, das noch sicher war. Das ist das Schöne an Mega Man. Das ist das perfekte Learning by Doing, wenn du so willst. Du wirst erstmal vor eine Situation gesetzt, die nicht gefährlich ist. Und einen Augenblick später hast du die gleiche Situation, die dann aber mordsgefährlich ist. Was ich richtig gut finde, statt irgendeinen Typen, der dir sagt, ha, Mega Man, Vorsicht, da passiert Scheiße, bla bla, musst du aufpassen, wie es in modernen Spielen so ist, hast du hier in diesen Klassikern wirklich noch ein Learning by Doing. Und ich weiß, dass ich damit jetzt ganz schamlos Ego Raptor zitiert habe. Das hast du denn besonders ab Mega Man X5 oder so. Vorsicht, das ist ein Gegner, da musst du jetzt das und das und jenes machen und was zum Teufel soll das hier darstellen? Ich mag's nicht. Aus naheliegenden Gründen. Sieht aus wie ein Roboter, den man an die Wand geklebt hat, damit seinen Fäusten auf dem Boden gegen die Wand deppert. Und ich bild mir bei dem Viech schon wieder auch wieder ein Gesicht ein. In der Mitte. Was? Ja, das kleine Teil, wo die Kugel ist. Gott, jetzt sehe ich's auch. Du bist ansteckend. Kann ich nichts für. Ich sehe da nun mal ein Gesicht.
Was nehmen wir denn den... Was? Irgendwas, dass die Wand hochgeht, wäre schön, aber das habe ich ja leider nicht. Gott. Wäre in irgendeinem Objekt... Wäre Objekt 1 gewesen in irgendeinem der Vorgängerteile, ne? Ich glaube... Ja, Objekt 1 oder 3, aber das... Das meinte ich gerade weniger. Ich meinte eine Waffe, die die Wand hochgeht und nicht irgendwas, womit ich selber die Wand hochkomme. Sehe ich da schon Gesichter drin? Bitteschön? Nee, nicht bitteschön. So, pass auf. Beat, Fass. Und Beat macht gar nichts. Los, Beat, greifen an, Attacke. Nee, Beat ignoriert mich kalt. Naja, wenn du vorhin die Eiswaffe abgefeuert hast. Soll ich nicht einfach verschwenden? Ich habe ja keine Ahnung, welche. Silver. Ah. Probier doch einfach die Waffen aus, wollte ich gerade sagen. Also, Silver Tomahawk. Indianer gegen Wände kletternde Roboter. Ja, hast du den Film nicht gesehen? Film? Ja, den Film mit dem Titel Indianer gegen Wände kletternde Roboter. Ich glaube, das kommentiere ich mal ausnahmsweise nicht. Nicht? War ein guter Nein. Film. Hoppala. Mist. Au. Stirb schon. Ja, jetzt geht drauf. Er ist kaputt. Yeah. Danke, Tomahawk Man.